Die Sommerferien gehen zu Ende, die meisten von uns sind aus dem Sommerurlaub zurück. Und doch können wir uns jetzt schon überlegen, wohin es im nächsten Jahr geht. Interessante Angebote bietet da die Pilgerstelle im Bistum Passau an und darüber sprechen wir jetzt mit dem Leiter Domkapitular Manfred Ertl. Herr Domkapitular, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Berger. Herr Domkapitular, ich glaube, die erste oder die interessanteste Reise, also zumindest von meiner Seite, die geht im nächsten Jahr ins Heilige Land. Ja, wir haben ja vor 1,5 Jahren bereits einen Neustart begonnen mit Heilige Landreisen. Wir haben eine sehr gute Reiseführerin bekommen und haben damals schon entschlossen gesagt, in 2 Jahren packen wir es wieder. Und so ist es tatsächlich so, dass wir vom 7. bis zum 15. April eine Heilige Landfahrt anbieten. Diesmal mit einigen anderen Schwerpunkten. Wir haben letztes Mal ja die Gegenden besucht, die wir zurzeit nicht besuchen können, die besetzten Gebiete, Jakobsbrunnen und so weiter, war sehr eindrucksvoll. Diesmal geht es entlang, also vom See Genezareth aus, durch den Jordangraben hinunter nach Jerusalem, wo wir in der Altstadt diesmal ein Hotel haben werden. Das ist natürlich auch wieder was ganz was Besonderes, wenn man auch früh und abends dann die heiligen Stätten in Jerusalem besuchen kann. Und wir werden diesmal anders als beim letzten Mal auch Tapka bzw. den Berg der Seligpreisungen machen, aber auch runterfahren bis nach Masada ans Tote Meer. Und wir werden eine Caritas-Einrichtung in Bethlehem besuchen, um auch unsere Solidarität mit den Menschen dort zu bekunden. Einen besonderen Anlass hat die Reise im nächsten Jahr nach Rom. Da wird auch Bischof Stefan Oster teilnehmen. Das Heilige Jahr, das ja im Dezember beginnt und dann bis zum nächsten Jahr November dauert, wird auch in unserer Diözese zum Anlass genommen, dass wir eine Diözesan-Pilgerwallfahrt mit Bussen anbieten. Der Bischof hat fest zugesagt, dass er dabei ist. Das Domkapitel hat fest zugesagt, dass wir Busbegleiter stellen. Also die Domkapitulare werden 8 bis 9 Busse als Begleiter betreuen. Und wir hoffen natürlich, dass sich möglichst viele mit uns auf den Weg machen. Das ist auch ein ganz besonderes Ziel, ja, wenn man im Heiligen Jahr nach Rom kommt und dort auch den Papst erlebt und auch die großen Kirchen, die ja jede eine heilige Pforte hat, dann besucht. Ich meine, das gehört einfach zum Heiligen Jahr dazu. Und ich bin froh, dass wir ein großes Hotel gefunden haben, wo wir mit ca. 350 Pilgerinnen und Pilger unterkommen. Und dass wir auch eine schöne Woche haben. Das ist dann vom 5. bis zum 10. September nächsten Jahres. Wir dürfen nicht vergessen, Herr Domkapitular, auf den Katholikentag im nächsten Jahr hinzuweisen. Mhm. Der findet zum 100. Mal statt und da geht es nach Leipzig und da bietet ihr auch eine Fahrt an. Ja, Leipzig ist natürlich nicht so leicht zu erreichen wie letztes Mal Regensburg. Und so haben wir auch gesagt, wir wollen mir dann eine Möglichkeit bieten, dass wir interessierte Menschen mitnehmen. Wir sind da 2 Tage unterwegs, Leipzig und Weimar. Wenn man schön in Leipzig ist, dass man auch ein bisschen umeinander schaut und natürlich auch den Katholikentag besuchen werden. Das ist dann vom 26. bis zum 28. Mai. Wir können gar nicht alle Angebote jetzt aufzählen, die ihr habt, aber wer Interesse hat, der kann zum einen dann ins Internet schauen, sich da informieren. Unter bistumpassau.de findet man die Pilgerstelle und ihr bietet 2 Termine an zu Informationsveranstaltungen in Passau und Altötting. Das haben wir die letzten Jahre so eingeführt. Wir haben da 2 Veranstaltungen am Mittwoch, dem 2. Dezember im Luragosaal hier am Domplatz und am Donnerstag, dem 3. Dezember im Dekanatshaus in Altötting, wo wir detailliert unser Programm wieder vorstellen und wo man sich auch noch anmelden kann. Vielen Dank für die Infos, Domkapitular Manfred Ertl. Gerne, danke sehr.